Herzlich willkommen wieder mal in meiner kleinen Küche. Ihr kennt sie, ich stelle sie euch trotzdem kurz vor. Küche, YouTube und die ganze Welt. YouTube und die ganze Welt, Küche. Es geht wieder mal natürlich ums Orgensparter Kochbuch. Das nächste Rezept: Baumdracheneier für 4 Personen. Von welchem Drachen wir die Eier klauen, das dürft ihr entscheiden. Ich weiß nicht, wie verbreitet Baumdrachen sind. So oft bin ich jetzt im Abenteuer noch nicht auf Baumdrachen gestoßen. Das Rezept selber ist ziemlich kurz gehalten. Hier ganz kurz. Die Zutatenliste ist übersichtlich. Und deswegen schauen wir uns die Zutaten doch gleich mal an. Ja, als erstes brauche ich 7 bis 10 große Jalapenos. Ich habe keine Jalapenos gefunden, ich habe Chilis gefunden. Ich hoffe, dass ich da mit der Schärfe nicht irgendwas falsch mache. In der Anmerkung steht, die Dracheneier können auch aus Mini-Paprikas gemacht werden. Dann sollte jedoch ein Teil Chilisauce oder Cheyenne-Pfeffer zur Füllung gegeben werden. Ich mache das nicht, ich habe hier zwar die Mini-Paprikas und werde es damit probieren. Da die nicht ganz so glatt sind, hoffe ich, dass ich sie nachher unterscheiden kann. Sie sind auch ein bisschen größer, einzig der hier ist ein bisschen klein. Der hat etwa die Größe von so einer Chili. Die sind auch ein bisschen fester. Ich möchte es mit beiden mal ausprobieren. Muss mir nur merken, wo ich die Chili reinpacke und wo die Paprika. Denn ja, ich nehme an, dass bei den Chilis ordentlich Schärfe drin ist. Dann brauche ich 500 Gramm Mettwurst. So, und jetzt habe ich wieder das Problem. Mettwurst? Ja, habe ich hier. Ich habe hier Schinken-Zwiebel-Mettwurst. Ich nehme mal stark an, dass es das nicht gemeint ist. Es steht dran, zur Not geht auch gehacktes. Aber ich könnte mir jetzt auch hier die Mettenden nicht so wirklich vorstellen. Ich probiere es jetzt einfach mal mit der Zwiebelmettwurst. Mehr als falsch machen kann ich es nicht. Ich habe mir noch zusätzlich Hackfleisch geholt. In der Beschreibung steht nicht drin gemischtes Hackfleisch oder reines Rinderhackfleisch. Ich habe jetzt hier ein gemischtes und werde es damit mal probieren. Dann ein 125 Gramm Paket Cheddar. Ich habe Cheddar gefunden, den gibt es in 140 Gramm Packung. Da nehme ich jetzt einfach eine Scheibe raus. Oh ja, der ist ganz schön brüchig. Ja, der zerbröselt ja fast. Naja, zerbröseln ist übertrieben, aber er bricht sehr schnell. So, ich nehme das an, dass ich jetzt meine 125 Gramm habe. Einfach so. Dann brauche ich ein Paket Camembert. Da steht nicht dran, wie viel es sein muss. Ich habe jetzt hier einen Camembert gefunden mit 125 Gramm. Ich hoffe, das ist okay so. Und natürlich zum Würzen Salz und Pfeffer. Und ein bisschen Olivenöl. Ach genau, ein Becher Paniermehl. Ja, hätte ich fast vergessen. Paniermehl. Auch eine präzise Angabe. Ein Becher. Ich schaue mal, wie viel ich tatsächlich brauche und wie ich damit klarkomme. Ich habe auf jeden Fall noch was an Ersatz da. So, ich werde jetzt was vorbereiten, denn gleich im ersten Satz, die Jalapenos werden ausgehöhlt. Und genau das werde ich jetzt erstmal machen mit den Jalapenos und den Mini-Paprikas. Aufschneiden und aushöhlen. Ja, und jetzt gleich stellt sich mir schon das erste Problem. Aushöhlen, diese kleinen Dinger. Mal oben Kopf wegschneiden, kein Problem. Aber ich werde sie jetzt einmal der Länge nach aufschneiden und dann einfach auskratzen. Ich nehme an, das macht da nichts aus, wenn die da so eine kleine Öffnung haben, wenn ich die nachher wieder zusammen mache. Die kriegen eh eine Füllung. Ich nehme an, die Füllung
hebe das Ganze nachher wieder ein bisschen zusammen. So, meine Paprika und meine Chilis sind jetzt ausgehöhlt. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Chilis. Ich würde aber sagen, passt auf, dass ihr danach nicht irgendwie euch in die Augen greift oder so. Oder irgendwo eine kleine offene Wunde habt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schön wehtut. Und damit kann es dann weitergehen. So, nach dem ersten Satz, die Jalapenos werden ausgehöhlt, kommt dann, oder noch im ersten Satz, dann wird der Camembert mit Pfeffer gemischt und in die Jalapenos gefüllt. Das heißt, ich muss den Camembert auspacken und einmal gut mit Pfeffer würzen und, ich nehme an, ja, ordentlich zermanschen. Ja, wenn ich ein bisschen hygienischer arbeiten möchte und kein Werkzeug dafür habe, zum so Sachen mischen, mixen, ja, vermanschen, dann ziehe ich mir immer ein paar Handschuhe an. Und jetzt bitte einmal vorbeugen. So, ich packe den Camembert aus. Ja, das sind zwei Teile. Da keine genaue Menge dran ist, sondern nur ein Paket Camembert dran steht, nehme ich jetzt einfach das komplette Paket. Pack mir das in die Schüssel. Ich hätte mir da vielleicht noch ein bisschen detaillierter gewünscht, wie das alles vonstatten gehen soll. Denn ja, wenn ich das mit Pfeffer würze und dann einfach da irgendwie passt nicht so ganz, ne? Ja, ich würde aber sagen, wenn ich den Camembert jetzt aufbreche, der ist ja innen weich. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man die harte Schicht hier erstmal wegschneiden muss. Ich schmeiße natürlich nicht weg. Die kommt aufs Brot. Und dass dann nur die Füllung, weil das auch ein bisschen... Oh doch, das könnte hinhauen. Das könnte sogar klappen. Ansonsten nehme ich die nachher noch mit dazu. Weil einfach nur zermanschen will ich jetzt auch nicht. Deswegen würde ich sagen, schneide ich jetzt erstmal hier diese weiche Schicht, diese harte Schicht weg. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt den Käse geschält. Das hier ist übrig. Wird natürlich nicht weggeschmissen, wie ich gesagt habe. Bei diesem Gericht, ja, da gibt es natürlich dann nebenher ordentlich was zu naschen. Oder man hebt sich fürs nächste Frühstück auf. Was mir noch gerade eingefallen ist, ich könnte das Ding jetzt für kurze Zeit in die Mikrowelle hauen. Dann wird er ganz ein bisschen weich und lässt sich vielleicht mit dem Pfeffer ein bisschen besser mischen. Das mache ich jetzt. Okay, das hat jetzt nicht lang gedauert und er ist schon richtig flüssig. Und bevor ich jetzt hier bis morgen warten muss, teste ich mal, was passiert, wenn ich diese abgeschnittenen Teile da noch mit reingebe und das Ganze nochmal in die Mikrowelle packe. Ob sich die auch komplett schön flüssig auflösen. Ich hoffe, dass es funktioniert, denn sonst ist das Experiment für dieses Rezept heute hier beendet. Ja, wie ihr seht, die ganz äußere Schicht, die mit dem Schimmel drauf, mit dem weißen Schimmel, die verflüssigt sich nicht. Aber ich gebe jetzt natürlich hier nicht auf. Ich mache das Ganze ein bisschen klein, vermansche es ein bisschen und dann kommt Pfeffer rein und dann kommt es als Füllung in die Chilis und meine Mini-Paprikas. Ich weiß gar nicht, gibt es Camembert auch ohne diese Schicht drumherum? Habe ich da vielleicht einen Fehlkauf begangen? Und in dem Fall, weil es jetzt so heiß ist auch, weil die Schüssel ist richtig heiß, der Käse ist ja natürlich geschmolzen, da kann ich mit den Händen nicht manchen. Mache ich alles jetzt mit dem Löffel, brauche ich die Handschuhe gar nicht. Doch, halt, stopp! Mir fällt ein, ich muss das ja auch noch irgendwie in die Paprika reinkriegen. Und nur mit dem Löffel wird das wahrscheinlich schwierig. Deswegen lasse ich die Handschuhe doch lieber an. Jetzt gebe ich ein bisschen Pfeffer dazu. Ich mische das Ganze nochmal.
Das Aroma der Käse mit dem Pfeffer zusammen, das passt ziemlich gut. Das riecht schon ziemlich gut. Ich muss aufpassen, dass mir die Masse nicht zu schnell wieder abkühlt, denn sonst wird die bestimmt arg fest. Und dann habe ich nachher meine liebe Sorge, die in die Paprika reinzukriegen. So, aber das mache ich jetzt. Ich stecke sie in die Paprika rein und dann sehen wir uns wieder. Ja, was soll ich sagen? Ich war froh, dass ich die Handschuhe anhatte, denn heißer Käse auf den Fingern ist nicht so angenehm. Und das Ganze ist ja eine doch sehr fettige Angelegenheit. Natürlich, klar, der Käse. Von der Menge, meine Schüssel ist leer. Ein Camembert für 2, 4, 6, 8 Paprikas oder ja, Jalapenos, je nach Wunsch, reicht genau aus. Die quellen natürlich jetzt noch ein klein bisschen über, also ich hätte noch ein wenig mehr dosieren können, also ein bisschen weniger rein stopfen können, dann hätte es natürlich für die 7 bis 10 Jalapenos auf jeden Fall ausgereicht. Und damit geht's weiter mit dem nächsten Schritt. Die Wurst wird in Stücke gehackt und mit dem Paniermehl, Cheddar-Käse und mit Salz und Pfeffer gemischt. Ja, ich mache das Ganze jetzt ein bisschen aufgeteilt. Natürlich einmal mit dem Hackfleisch und einmal mit der Zwiebelmettwurst, wobei mich immer mehr Zweifel beschleichen, dass die Zwiebelmettwurst mit Mettwurst nicht gemeint war. Das nächste Problem, das sich mir stellt, der Cheddar, der ist ja doch sehr am Stück. Okay, weil also so richtig ist, ist da immer so eine Folie dazwischen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das mixen soll. Da steht ja, die Wurst wird in Stücke gehackt. Okay, die brauche ich nicht mehr hacken, die ist ja ziemlich weich. Mit Paniermehl, Cheddar-Käse und mit Salz und Pfeffer gemischt. Ich zerbrösel den jetzt einfach mal. So, da sind immer noch ziemlich große Stücke. Ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders war. Ja, was ich jetzt mache, ich gebe das Paniermehl, Cheddar-Käse, Salz und Pfeffer dazu und dann wird das Ganze gut gemischt. Von der Menge her, keine Ahnung, wie viel ich da brauche. Ich gebe jetzt einfach mal was da rein. Ein bisschen da rein. So. Da ein bisschen mehr als die Hälfte von dem Käse. Und der Rest kommt da rein. Zu meiner Zwiebelmettwurst. Und dann brauche ich etwas Salz. Hier in meinem Salzstreuer, da ist ziemlich grobes Salz drin. Ich nehme jetzt das ganz normale Salz. Kommt ein bisschen Salz dazu, nicht allzu viel. Ich möchte nicht, dass das Ganze versalzen wird. Pfeffer. So, beim Hackfleisch brauche ich natürlich ein bisschen mehr. Ist ja von der Menge auch mehr. Und dann wird das Ganze einfach mal gut geknetet. So, ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass das schon allein zu viel ist für meine Jalapenos und Paprikas, dass ich theoretisch das hier gar nicht mehr benötige. Ja, im Notfall wird der Rest vom Hackfleisch nachher angebraten. Machen wir eben Käsefrikadellen. Die Zwiebelmettwurst hat natürlich schon von Haus aus ein gewisses Aroma. Das rieche ich auch jetzt schon. Und ich nehme an, geschmacklich werde ich da nachher sofort den Unterschied merken. So, der nächste Schritt sagt mir,
Dann wird aus dem Wurstteig eine Fladenform gemacht, auf die man die einzelnen Jalapenos legt. Circa 100 Gramm je Jalapeno. Okay, das mache ich jetzt einfach mal Pi mal Auge. Ja, ich habe mir das Ganze jetzt mal so ein bisschen zu so Patties gemacht. Hier die drei mit der Zwiebelmettwurst. Wie gesagt, ich bin immer noch am Zweifeln, ob das richtig ist. Ich habe hier die beiden Chilis. Und da kommt jetzt 1 auf 1 mit einer Zwiebelmettwurst und 1 auf Hackfleisch. Und die muss ich mir jetzt auf jeden Fall im Auge behalten. Die darf ich nicht verwechseln. Die restlichen werden einfach ausgelegt, ein bisschen der Größe nach sortiert. So, und dann werden sie ummantelt. So, meine 8 Dracheneier sind fertig. Das eine ein bisschen länglicher. Das andere ein bisschen runder. Manchmal dachte ich, okay, das ist ein bisschen zu viel Füllung außenrum. Aber dann, wenn es wieder zu wenig war, so wie hier, da sieht man den Paprika durchschimmern. Ich würde sagen, ich hau das Ganze jetzt in die Pfanne und da auf dem Bild das Ganze mit Reis serviert wird, mache ich mir noch eine Portion Reis dazu. Ja, bei Olivenöl bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit Hitze. Ich gebe nicht zu viel Hitze auf die Pfanne, aber dadurch, dass sie so dick sind, wird es eine ganze Weile brauchen, bis die komplett durch sind. Ich gebe es jetzt also in die Pfanne und behalte immer meine beiden Chilis mit im Auge. Ja, damit ich sie nicht doch aus den Augen verliere und nicht mehr weiß, was was ist, kennzeichne ich sie mir, indem ich einfach nur einen Zahnstocher reinstecke. Jetzt weiß ich, das sind die beiden mit den Chilis. Hier noch die mit den Zwiebelmettwurst, das sieht man auch. Ich nehme an, das schmeckt man nachher auch sofort. Und dann habe ich natürlich hier meine mit dem Hackfleisch und ja, jetzt gebe ich denen einfach mal ein bisschen Zeit zum Brutzeln. Die mit der Zwiebelmettwurst, die fallen auch leicht auseinander. Habe ich so das Gefühl. Ich glaube, die bessere Wahl ist Hackfleisch. Ich glaube, die Zwiebelmettwurst, die kann man nicht so richtig anbraten. Ja, Zwiebelmettwurst entpuppt sich gerade echt als fataler Fehler. Es brät nicht richtig an, es fällt fast auseinander. Muss man richtig vorsichtig sein. Und hier die Hackfleisch-Eier, die halten ziemlich gut zusammen. Muss nur schauen, dass man es auch von allen Seiten angebraten bekommt. Aber hier Zwiebelmettwurst, immer noch total rosa, total weich, fällt auseinander. Ihr seht hier, das geht auf. Ja, Leute, das mit der Zwiebelmettwurst, das war ein Schuss in den Ofen. Das kann ich ganz getrost vergessen. Die anderen, naja, sehen wir gleich, das wird gleich angerichtet. So, die Dracheneier sind fertig. So wie es aussieht, sind einige der Drachen bereits geschlüpft. Wenn ich es mit dem Bild vergleiche, passt es wieder mal nicht so ganz. Wenn ich mir das Bild hier anschaue, dann sieht es so aus, als wären die Dracheneier selber paniert. Davon steht im Rezept aber nichts. Die ganze Geschichte mit der Zwiebelmettwurst, die können wir in die Tonne treten. Zwiebelmettwurst war auf jeden Fall die falsche Wahl. Ich werde es nicht nochmal probieren. Ich könnte zwar sagen, okay, probiere ich es jetzt halt mal mit Mettenden. Und ja. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so wirklich funktioniert. Das Ergebnis, das ich jetzt hier mit dem Hackfleisch habe, das sieht ganz gut aus. Ja, wie gesagt, einige der Drachen sind wohl schon geschlüpft. Andere Eier sind noch intakt.
Das Ganze sieht auch soweit sehr lecker aus. Ich probiere jetzt einfach mal eine, am besten eine ohne die Chili, eine nur mit Paprika. Ich habe die jetzt bewusst nicht nochmal mit Cayenne-Pfeffer gewürzt, ich wollte es einfach ein bisschen milder haben oder mit einer Chili-Soße. Ich probiere es einfach. Schmeckt gut. Oh, der Teller ist heiß. Moment, das muss ich irgendwie anders lösen, sonst kann ich den nicht mehr halten. So, ich möchte mein Essen auch nicht auf den Boden fallen lassen. Es ist eine recht fettige Angelegenheit. Gerade durch den Käse, durch die Käsefüllung. Ja, ich wage es jetzt einfach mal. Ich probiere mal von der Chili. Vorsichtig. Ich merke gar nichts von der Schärfe. Keine scharfe Chili gewesen zu sein. Merkwürdig. Ich dachte jetzt echt, das wird richtig scharf. Vielleicht hat der Käse die Schärfe ein bisschen aufgesogen. Probieren wir beim Käse. Ja. Normal sollte man natürlich nicht mit Fingern essen. Das schmeckt nach Camembert. Natürlich ist auch Camembert. Scharf ist es nicht. Schmeckt sehr lecker mit Hackfleisch. Das mit der Zwiebelmettwurst, das lasst ihr bitte bleiben. Ansonsten ist mit dem Rezept, ja, ich hätte mir ein paar mehr Angaben gewünscht von der Menge. Klar, ich habe jetzt aufs gerade wohl einfach mal einen kompletten Camembert genommen. Paniermehl, ich habe mir was hergerichtet gehabt. Einen Becher voll. Von dem habe ich immer noch einen Haufen übrig. Vielleicht hätte ich davon mehr nehmen müssen, dann wäre es mit der Zwiebelmettwurst vielleicht besser gelaufen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, so wie ich es jetzt habe, schmeckt's. Ich krieg's nicht hin wie auf dem Bild. Die fallen ein bisschen auseinander. Vielleicht könnte man es ja auch frittieren, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man sie nicht so oft wenden muss. Ansonsten bleibt mir dazu noch zu sagen, sehr lecker, schmeckt mir. Wobei ich beim Käse ein bisschen skeptisch war, gerade auch wegen dem Cheddar. Da steht nichts drin von zerbröseln, reiben oder gerieben von Haus aus. Da fehlen mir einfach ein paar Angaben. Aber ist ein Produkt, kann sich sehen lassen. So, ich gehe jetzt was essen. Danach geht es bei Twitch weiter. Wenn ihr da auch mal vorbeischauen wollt, kommt gern vorbei. Link ist auch unten in der Beschreibung, sowie natürlich das Augensparta-Kochbuch, in dem ich noch einige leckere Rezepte erwarte. Ich freue mich schon aufs nächste. Und in diesem Sinne wünsche ich guten Appetit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und es muss nicht immer Fastfood sein.